Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Wunderkessels. Hier ist Kai und ich habe für euch heute ein ganz besonderes Rezept mitgebracht, was sich hervorragend eignet als Vorspeise oder als kleiner Snack für zwischendrin. Und zwar machen wir Hackfleisch-Muffins. Jawohl, Hackfleisch-Muffins. Ja, man könnte auch Hackfleisch-Törtchen sagen, aber da ich die jetzt gleich in der Muffinform mache, nenne ich die Hackfleisch-Muffins. Und weil die so mit Spinat und Feta sind, und Feta ist für mich was typisches Griechisches, habe ich eben gedacht, ich nenne die jetzt Hackfleisch-Muffins Zeus. Weil so wie es sich anhört, werden die auch göttlich schmecken. Das erste, was wir brauchen, sind 300 Gramm Tiefkühlspinat. Die kommen jetzt hier in unseren Kessel hinein und das tauen wir auf bei 100 Grad. Etwa 5 Minuten braucht er zum Auftauen. In der Zwischenzeit heizen wir den Backofen schon mal auf 180 Grad vor. Also 5 Minuten, 100 Grad für den Spinat. So, der Spinat ist jetzt aufgetaut und wenn der Thermomix aufhört zu klingeln, mache ich das hier in unseren Siebeinsatz und drücke das richtig gut aus, dass der so trocken wie möglich ist. So, der Spinat ist jetzt ausgedrückt, dafür sind meine Hände nass. Und wir kommen zum nächsten Arbeitsschritt. Das Siebchen brauchen wir gleich, hier unseren Gareinsatz. Aber zuerst kommt eine Zwiebel, die wir schon halbiert haben, und eine Knoblauchzehe hier in den Kessel und wird bei den üblichen 5 Sekunden auf Stufe 5 gehäckselt. Wir schieben das mit dem Spatel nach unten und machen jetzt Wasser und Öl hinein. Und zwar 10 Gramm Öl und 50 Gramm Wasser. Das ist ja auch ein schöner Verschluss hier. 10 Gramm Öl und 50 Gramm Wasser. In unseren Gareinsatz kommen jetzt 200 Gramm Rinderhackfleisch, das Ganze in den Kessel. Das Hackfleisch solltet ihr möglichst im Gareinsatz flach drücken, denn das wird jetzt gedünstet und so geht es halt schneller, als wenn du da so einen Klumpen drin hast und dann wird es gleichmäßig gar. Das Ganze etwa 10 Minuten, nein, nicht etwa, sondern genau 10 Minuten auf 120 Grad Stufe 1 reicht und dann melde ich mich gleich wieder. So, das Hackfleisch ist fertig. Das nehmen wir jetzt auch raus und ihr seht, das ist auch, ja, ihr seht es noch nicht, aber ihr seht es gleich, das ist jetzt schön durchgegart. Ja. Das verteilen wir jetzt gleich hier in den Muffinförmchen. Vorher machen wir aber noch eine Eimasse. Für die Eimasse brauchen wir natürlich Eier, klar. Das machen wir jetzt einfach hier unten zu den Knoblauch, Zwiebel, Öl, Wasser, Bratensaft gemischt dazu. 4 Eier. Dann kommt der Spinat noch dazu, den wir vorher gut ausgedrückt haben. Und wir würzen das Ganze mit etwas gefriergetrocknetem Oregano, einer Prise Muskat und Salz und Pfeffer natürlich, ganz klar. Das Ganze wird jetzt 20 Sekunden auf Stufe 2 miteinander vermischt. Und in der Zwischenzeit fülle ich hier die Muffinförmchen. Die habe ich schon eingefettet. Ich glaube nicht, dass das für alle Förmchen hier reicht. Ich fange jetzt einfach mal an, dann gucke ich mal, wie weit ich komme. So, ich lege da jetzt einfach immer unten so ein bisschen Hackfleisch rein. Das reicht doch, guck mal. Wenn ich den Boden mit Hackfleisch bedeckt, dann reicht das. Hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. So, das sieht schon mal gut aus. Ne? So, und das füllen wir jetzt hier mit dieser Eimasse einfach auf. Wird wahrscheinlich daran scheitern, dass es nicht reicht. Ja, machen wir die nicht zu groß. Also es muss ja nicht wirklich bis oben hin voll sein. Nee, ich glaube, ich hätte einfach mehr Hackfleisch machen müssen.
Ja, so ist das hier. Da wird experimentiert. Nee, das wird nicht reichen für alle. Das wird nicht reichen. Das reicht vielleicht noch für zwei. Das ist aber nicht schlimm. Portioniere ich hier so ein bisschen um. Aber ehrlich, das reicht gerade so für 8 Stück. Ist ein bisschen wenig. Vielleicht hätte man da mehr von dieser Masse machen sollen. Aber ich halte mich da ans Rezept. Naja, schauen wir mal. Ich verteile das jetzt hier so ein bisschen. Es kommt jetzt noch Feta oben drauf. Allerdings habe ich da auch nicht viel von, sondern nur 40 Gramm. Den zerbrösel ich jetzt einfach und mach das einfach oben drauf hier. So, jetzt gucken wir mal, dass es auch reicht. Das ist ja das Lustige hier. Ich probiere quasi die Sachen für euch aus und aus meinen Fehlern könnt ihr lernen. Also 5 oder 6 Muffins hätten es auch getan. Ja. Sesam habe ich jetzt noch und das sind ja, etwa 40 Gramm. Streuen wir jetzt einfach ein bisschen oben drauf. Sesam haben wir genug. Sesam reicht. Sesam machen wir bis oben hin voll. Sesam. So, aber nicht zu viel. Und das Ganze kommt jetzt in den Backofen. Wie gesagt, vorgeheizt auf 180 Grad. 35 Minuten. Und dann bin ich gespannt. So, ihr Lieben, unsere Muffins, unsere Hackfleischtörtchen haben die nötige Garzeit erreicht. Und ich bin sehr gespannt. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, es hätte gereicht, wenn ich 6 von diesen Muffins gemacht hätte oder vielleicht auch nur 5. Ja? Also es hätte gereicht. Also die beiden hätten wir durchaus hier noch verteilen können, dann wären die entsprechend größer geworden. Aber ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich die da irgendwie geschickt rauskriege. Dann schauen wir mal. Aber ich denke so als, ja, als Vorspeise. Kann man das, ja, kann man so durchaus servieren. Das schmeckt auch richtig gut. Ich nehme das jetzt mal hier aus. Nee, das schmeckt echt gut. Also vom Geschmack her ist das einwandfrei. Und ihr könnt natürlich aus meinen Fehlern lernen. Also beim nächsten Mal einfach weniger machen. Also weniger anzahlmäßig weniger. Und dann einfach in Papier- oder Silikonförmchen. Gibt es ja auch, genau, Silikonförmchen. Kann man auch wiederverwerten. Ja, dann kriegt ihr das auf jeden Fall leichter raus. Ich pull die anderen jetzt hier mal raus, guck mal, was da übrig bleibt und werde die entsprechend verzehren. Ich probiere jetzt trotzdem mal eins hier, schneide das jetzt einfach mal an, dass man das auch sehen kann. Das stelle ich mal hier rüber, dass da freie Sicht ist. Denn ja, von der Konsistenz her sind die super. Und vom Geschmack her auch. Mir ist gut. Heiß. Unglaublich heiß. Also, keine große Verabschiedung. Ich sage tschüss, guten Appetit. Oh, toll.